Hallo, liebe Camper! Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Abend aus Dingesbühl. Und hier mal wieder ein kleines technisches Abendvideo. Technisch, naja, so eichtechnisch wird es gar nicht. Ähm, ich habe ja. Mir vorgenommen, jetzt mal ein bisschen regelmäßiger auch von unseren äh, Dingen zu filmen, was wir alle so machen. Wir haben natürlich auch tagsüber immer viele kleine Baustellen und dann auch wieder größere Sachen. Bloß man kommt natürlich nicht immer so an die Kamera. Man muss natürlich auch noch nebenbei ein bisschen was arbeiten. Darum ist das Filmen nicht immer so möglich, wie ich das wollte. Aber ich bemühe mich, da immer fleißig dran zu bleiben. Das Auto kennt ihr, das haben wir schon mal da gehabt. Ein Weinsberg, das ist eine Sonderedition, das Fahrzeug. Ähm, ja, wundertolle, wunderschöne, wundertolle, wunderschöne Lackierung. Also mir, mir gefällt er richtig gut, aber wie alles ist natürlich Geschmackssache. Ähm, warum ist er hier? Das Fahrzeug hat von uns schon einiges bekommen. Alpine Navigation und Lithium-Akku und alles Mögliche der kunde wollte aber jetzt noch sich vorbereiten. obwohl jetzt der sommer vor der tür steht, aber der nächste winter kommt bestimmt. und da bauen wir eine dieselheizung ein. hier liegt sie. die haben wir schon montiert von der firma verbasto. keine angst, nein, die bleibt jetzt hier nicht so liegen. sondern wir machen hier noch zwei ausströme rein. und zwar einer kommt hier seitlich rein, einer kommt hier hinten rein, damit die dementsprechend sauber, ausstrahlen können und dementsprechend hier ähm, die Kaltbrücke vom Fahrerhaus äh, eliminieren werden, wenn die Herrschaften im Winter unterwegs sind. Und ja, das wird eine tolle Sache. Also so Standheizung oder so Dieselheizung ist einfach top. Was wir hier auch noch machen, die liegen, glaube ich, schon da drüben. Moment, da müssen wir gleich mal reinschauen. Ähm, wir werden... Äh, truma, äh, truma ausströme reinmachen. Warum machen wir das? Weil in dem Fahrzeug auch gleich natürlich nata, unsere Airtune-Filter zum Einsatz kommen. Ähm, da muss ich wirklich sagen, das ist eine mega Geschichte. Ich kann es immer nur jedem wieder ans Herz legen. Der Link ist auch unter dem Video, wie er an die Airtune-Filter rankommt. Ähm, bei Fahrzeugen, die bei uns hier sind, werden die auch von uns mit verbaut. Aber ich kann nur jeden raten: Leute, macht's euch die Filter rein. Es bringt so viel Luftqualität und es ist relativ simpel. Ihr macht einfach hier den, 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 äh, die Verschraubung raus, setzt den Filter ein, tut die Verschraubung wieder drauf. Ja, ich weiß, es wird auch den ein oder anderen geben. Da gibt's leichte Komplikationen. Dann ruft uns aber bitte an. Und wir klären das für euch und ich mache das mit euch überhaupt kein Thema, weil wir sind so von dem Thema überzeugt, von diesen AirTune-Filtern. Das ist eigentlich ein Muss für jedes Fahrzeug. Also aus gesundheitstechnischen Gründen, wohlbefindlichen Gründen ist es einfach nicht mehr wegzudenken. Ich blende euch in dem Video auch eine kleine Beschreibung ein, wie die einzusetzen sind. Oh, machen wir gleich. Und zwar jetzt. So, jetzt habt ihr gesehen, wie das funktioniert. Und genauso ist es eigentlich relativ leicht von der Handhabung. Wir haben letzten einen da gehabt äh, mit neun Ausströmen, war in kürzester Zeit montiert. Überhaupt kein Problem. Wenn Fragen dazu sind, jederzeit anrufen, sind wir gern für euch da. Jo, was kriegt er noch? Ähm, natürlich, jetzt muss ich mal kurz rein, haben wir dann hier oben das Display wieder schön sauber ordentlich verbaut, so wie sich der kört, so wie man äh, nichts mehr sieht. So ist das ein Muss bei uns. Und jetzt haben wir noch dazu einen Messschand, einen Batteriecomputer. Ähm, ja, weil man hier einfach dementsprechend Gucken will, was ist hier Sache? Da kann man einmal gucken, wie viel Grad hat es im Auto. Man kann die äh, ampere abrufen. Man kann die Voltzahl ist noch nicht eingestellt. Also nicht wundern. Wir müssen das alles nur einstellen, weil wir haben das vorhin erst eingebaut. Wir sind ja auch noch nicht fertig, wie ihr seht, an dem Fahrzeug. Da werde ich morgen noch ein bisschen was machen dran. Und, ähm, den Rest machen wir am Freitag fertig, weil am Freitag wird das Fahrzeug wieder geholt. Und jetzt zeige ich euch noch nach hinten. Oder jetzt gehen wir noch nach hinten. Was ist mit meinem Deutsch los? Äh, wie würde der Tobi sagen, so herrlich unperfekt? Naja, bin halt doch nicht aus Hollywood oder für Hollywood geboren. Hier haben wir ein, das haben wir ja schon alles verbaut gehabt, Lithium. Ähm, jetzt mussten wir das alles wieder ein wenig ändern, weil hier haben wir jetzt den smartshunt reingesetzt. Smartshunt heißt es ein Batteriecomputer mit dem man einfach die ganz genauen äh, Werte abrufen kann, was verbrauche ich, was habe ich noch und so weiter. Und ist eine tolle Sache, weil ich habe da einmal die Anzeige von der Firma Büttner, dementsprechend, wo man das Ganze dann auch sauber abrufen kann auf dem Display und dementsprechend alles anschauen kann. Ähm, hier haben wir ja unseren Masseverteiler, unseren Plusverteiler, das haben wir ja alles das letzte Mal schön beschriftet. Ähm, hier oben haben wir unseren Inverter dementsprechend, der hier auch gerade an ist. Warum ist er an? Weil ich euch ups, was zeigen möchte. Und zwar hat das Fahrzeug ein kleines Phänomen. Das wird jetzt mal eine Preisfrage. Ich löse das jetzt nicht in diesem Video auf, sondern erst im nächsten. Ähm, hier haben wir ein Licht, das mache ich jetzt an. Und in der Regel, wenn ich das jetzt ausmache, ähm, jetzt nicht, machen wir mal das andere von innen auch an. Kleinen Moment. Dann haben nämlich diese Leuchten ein kleines Phänomen. Und zwar, jetzt müssen wir mal kurz hier rein langen ist ein bisschen abenteuerlich bitte nicht schimpfen wenn sie wegen wackelt ähm, ich bin hier nämlich gerade am inverter ausschalten und jetzt schalte ich den inverter mal wieder so und jetzt haben wir die lichter angeschalten und Jetzt kurioserweise nicht. Ich weiß jetzt nicht, woran es liegt. Aber vorhin habe ich den Effekt gehabt. Das wollte ich euch jetzt zeigen. Ich weiß nämlich nicht, woran es liegt. Ja, jetzt. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Die klimmen ganz leicht nach. Seht ihr das? Und das Kuriose ist. Und das ist jetzt die Preisfrage. Woran liegt das, dass die nachklimmen, aber nur, wenn der Inverter an ist? Wenn der Inverter aus ist. Wenn wir jetzt hingucken, klimmt auch nichts mehr nach. Seht ihr das? Und das ist jetzt meine Preisfrage. Über Regen, Kommentaren würde ich mich freuen, warum das der Fall ist, weil das ja 12 Volt Leuchten sind und keine 230 Volt Leuchten. Das sind ja 12 Volt Leuchten. Haben eigentlich überhaupt nichts mit dem Inverter zu tun. Aber warum klimmen die nach, wenn unser Wechselrichter an ist und wenn er aus ist, klimmen die nicht nach? Ich bin gespannt und vielleicht Uh, wisst ihr es, ich würde mich freuen über Anregungen. Ähm, wir werden das Problem jetzt auf die Seite schaffen und ich freue mich dann von euch zu hören, woran es gelegen hat. <laughs> Nein, Spaß. Aber es würde mich trotzdem mal interessieren, was eure Meinung dazu ist und ich werde euch im nächsten Video sagen, woran es lag. Jo, Dann haben wir das Fahrzeug auch schon wieder durch. Ich quassle eh schon wieder viel zu lang. Ich wollte eigentlich nur ein kurzes Video draus machen. Ähm, ja, es ist immer so eine Eigenheit. Ich weiß, die 25-Minuten-Videos sind auch immer viel zu lang. Ähm, so lang will man das eigentlich gar nicht mehr rausziehen, ähm, weil es wird ja auch alles sehr langatmig. Hier nur nochmal zur Wiederholung. sauber eingebaut. Ähm, hier daneben. Dementsprechend sauber und ordentlich verlegen. Ähm, wird natürlich nur alles rausgesaugt, alles in Ordnung gebracht, alles sauber gemacht. Ja, und dann wird das Fahrzeug wieder fertig. Und ja, nächste Woche haben wir wieder einiges zu tun. Ähm, da kriegen wir wieder ja, Lithium-Akkus und so weiter, wo wir tauschen müssen, wo wir einbauen müssen. Ähm, da freuen wir uns schon drauf. In dem Sinn. Wünsche ich euch schon mal einen wunderschönen Vatertag. Ich darf mich noch mal ganz herzlich bei euch bedanken für euer äh, Schauen, für euer mir folgen, abonnieren und für jeden neuen Abonnenten sage ich schon Danke. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch natürlich. Ähm, nicht jedes Video kann immer so lang sein und immer so special sein. Hier natürlich Heizung haben wir schon ein paar mal gezeigt. Aber ist ja immer trotzdem mal was Interessantes dabei. In dem Sinn wünsche ich euch, wie gesagt, einen schönen Vatertag. Äh, Überreibt es nicht, morgen, ähm, sonst wird das Wochenende recht hart. <laughs> äh, wir freuen uns wieder auf ein neues Video mit euch. Ähm, Bleibt gesund, bis bald und ganz lieben Dank euch. Ciao, ciao.